gibst so ab, scheiß drauf, pass. So, passt, Chat. Aber dann, das Problem ist, Chat, wenn ich das abgebe, habe ich nochmal das Team. Dann habe ich wieder nichts. Ja, ich gebe jetzt ab, scheiß drauf, sorry. Cantona brauche ich nicht mehr, Chat. Gut, Jungs, wir geben's ab. Wegen euch, Digga, gebe ich das Marquinhos in Rot ab, Mann. Hat eigentlich einen emotionalen Wert für mich, aber für euch, komm. Für euch gebe ich ab, Jungs. Okay, passt genauso. Pinpoint perfekt. Okay. Okay, mein Prime Icon Pack, Jungs. Gucken wir mal, Chat. So, dann mach ich so. Warte. So, dann mach ich so. Guck mal, was sieht man denn? Man sieht nichts. Man sieht nur so. Warte. Dann mach ich so. Warte. So. Dann können wir so, was? Dann können wir so machen. So, dann können wir hochschieben. So. So lang. Oder ja, machen so. Okay, Black Screen. Okay, ich gehe jetzt rein. Ich habe jetzt gedrückt, Chat. Ich habe jetzt gedrückt. Man sieht nichts. Also mein Prime Icon Pack wird jetzt geöffnet, Chat. Man sieht jetzt gar nichts. Ich drücke jetzt X. So, theoretisch müsste das, die Icon jetzt da sein. Ich drücke R3. Und ich drücke theoretisch jetzt 1, 2, 3, 4. So, und theoretisch müsste jetzt... Ja, hat geklappt. Nein! Warte mal, LA, wer hat bei LA Galaxy gespielt, Chat? Digga, ich glaube, das ist Beckham. 30 Spiele, 13 Tore? Oder hat R9 bei LA Galaxy gespielt? Der hat auch nur Amerika gespielt am Ende und nicht R9. Oder Pelé, oder wer hat das? Oh nein, ey. Tigers, Digga, wer hat denn bei Tigers gespielt? Digga, ist gleich Beckham, Chat. Hä, wer ist das denn? Nick Saxa? Aber der hat voll viele Tore gemacht, Digga. Guck mal, 30 Spiele, 13 Tore. 64 Spiele, 38 Tore. Das muss ein Stürmer sein, Chat. 12 Spiele, 19 Tore, Digga. Digga, der muss krass sein. Das muss ein Stürmer sein. Boca Juniors? Digga, kann das vielleicht Pelé sein? Digga, das ist Pelé. Was ist denn Nick? Ich weiß nicht mal, was Nick Saxa ist. Quintero? Cruz Azul? Das ist Mexikaner, Digga. Scheiße, Digga. Ich hab, glaube ich, einen von den Mexikanern gezogen. Oh nein, Chat. Digga, ich kann kotzen, Digga. Wenn ich das schon sehe. Der ist einer von den Mexikanern. Der ist fucking Stirnband, Digga. Das Stirnband. Digga, ich war das Stirnband, Digga. Das ist 100% Stirnband. Ja. Digga, dafür habe ich all meine Coins ausgegeben und all. Dafür habe ich fucking Marquinhos in Rot abgegeben, Alter. Für den Nabelo, Alter. Habe ich Marquinhos in Rot abgegeben, ey. Okay, wir gehen rein, Chat. 7-2. Keine schlechte Bilanz. Wir haben mit Silberspieler gespielt. Wir gehen auch heute wieder mit Silberspieler rein. Wir haben noch 11 Spiele vor uns. Unser Team finde ich sogar besser als am Freitag, meiner Meinung nach. Wir haben zwar mehr Silberspieler, glaube ich, drin. Ja, wir haben 5 Silberspieler drin, aber die sehen krass aus. Wir haben einmal Leitsch von Bochum. Digga, der könnte auch, keine Ahnung, eine 84er, 86er Special-Karte sein mit 95 Pace. Ich habe ihn schon ein bisschen bei den Silberturnieren gespielt, war nicht ganz nice. Der ist heute mit Frimpong am Start, Rüdiger ist wieder am Start. Den Henry haben wir am Start, oder Henry, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Sieht auch nicht mal schlecht aus für eine Silberkarte. Da haben wir Cyprien, einfach Silberkarte, die Hooded Gang ist. Bin ich gespannt, spielt heute auf der 8. Und dann haben wir noch Hernandez, den haben wir gezogen, der spielt heute ein bisschen über die Außen. Dann haben wir noch den guten Elanga, ja, 4-4. Ist auch nicht so schlecht, habe ich auch schon getestet, ein bisschen in den Silberturnieren. Den habe ich noch nicht getestet, Cherky, hat aber 5-5. Könnte ich mir vorstellen, der spielt sich vielleicht ein bisschen so wie Corona. Sieht auch geil aus. Und dann haben wir uns noch den absoluten Burner gegönnt. Endlich R9 mit ist am Start. Und dann, ja, würde ich sagen, schnacken wir nicht so lang und gehen rein ins erste Spiel. FC Pace, oder passt, okay. Dreierkette, interessant. Oh, schade R9. Holy shit, man. Wenn das einer kann, dann R9 halt, ne? Ich habe euch gesagt, Jungs, der muss gefüttert werden, der R9. Und die haben es nicht geschafft, die anderen. Uff, Glück gehabt, Digga. Wer war das? Angeblich shit, wer das war. Doch, Shit-Spieler. Der Gegner quittet, Digga. EA MK.
Boah, PT ist einfach zu langsam, leider. Dick. Oh, Thundersa Big. So gut, dieser Thundersa. Komm, Shirky, bitte. Ja, Shirky, was ein Pass. Und erneut, let's go. What a finish. Komm, Frimpong. Oh, Frimpong. Ach, Frimpong sei schon. Elanga, Mann. Komm, Shirky. Oh, schön gut durchgespielt. Komm. Komm, Elanga. 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 Elanga in deinen langen Loch rein, Alter. Alter, Fandas ist so gestört, Digga. Ich liebe diesen Torwart, Digga. Der ist so geil. Okay, nächstes Spiel. Auch starkes Team. Look at this fucking freak. Look at him. Look, just look at him. Look at this fucking freak. Look at him. Look at him. Look at him. Just look at him. Look, look, look at this freak. Mit einem 4-4-2. Look at this fucking freak mit seinem 4-4-2, man. You fucking freak, man. You're a freak, man. You're a freak, man. Get the fuck out, man. Boah, erneut, Junge, in dein verdammtes Gesicht, Digga. Friss das, Digga, friss das. Okay, nächster Gegner, FC Piraterie. Boah, ziemliches Goldteam hat er eigentlich noch. Okay, aber nicht schlecht, die Goldkarten. Digga, R9 ist ekelhaft, Digga, der ist so krass, Mann. Digga, wie viel Glück hat der? Digga. Alter, was geht denn jetzt auf einmal ab, Digga? Wir kriegen jetzt kein einziges. Kein einzigen. Komm. Oh mein Gott, Digga, ey. Komm, mir einen neuen Rucksack auf. Gut gemacht. Komm. Let's go. Gut gemacht, Elanga. Sehr guter Finish. Digga. Unglaublich, wie viele Bounces er bekommt. Das ist doch der Wahnsinn, wie viele Bounces immer wieder zu den gehen, Mann! Ja, da sieht man Mbappé gegen Leitsch gar keine Chance. Der Leitsch bleibt am Ende des Tages eine Silberkarte. Guck mal, wie der sich da durchgetankt hat. Hätte ich da jetzt Varan. Coutinho, let's go, Mann! Go! Noch eine Bombe hinterher. Neymar, Coutinho. Mann, was ist denn hier los? Hallo, wie viele Bälle noch zu denen? Holy shit! Was hat er abonniert, der Gegner, Mann? Holy fucking shit, Digga, wie viele Rebounds. Komm mal gar nicht drauf klar, wie viele Rebounds, ey. Wie habe ich das überhaupt überlebt, Digga? Let's go. Okay. Alle Rebounds von ihm in diesen einen Angriff wieder gut gemacht. Elanga! Oh. Das ist ein gutes Team, Mann. Das sieht echt nice aus. Sehr, sehr cooles Team. Komm, Hernandez, komm, Hernandez. Stark gemacht, Hernandez. Sehr stark durchgetankt, Mann. Let's go! In your face, Shirky. Boom! The next one, Junge. Shirky mit dem Doppelpack. Steht wieder richtig. R9. Jawohl, Digga. Let's go. Okay, ging das raus. Geil. Okay, nächstes Spiel. Der Gegner hat. Ja, nicht schlecht. Eros United. Auch. Den ersten Silberspieler, den wir heute sehen. Der hat auch Cyprian drin.
Kommt Shirky. Oh, Shirky, man. Du kannst doch was, Digga. Nicht schlecht. Let's go. Nice. Gut gemacht, Hernandez. Gut gemacht, R9. Ah, ich muss wechseln, Digga. Kein Bock jetzt zu verlieren. Schön, komm, Jungs. Beende das Ganze jetzt. Let's go. Oh. Continue, stop. Uff, das ist nice. Komm, R9, komm, R9. Stark. Komm. Digga, das geht auf R9. Digga, diese Fünferkette ist ja voll schwierig zu verteidigen, ey. Digga, oh, diese Fünferkette ist ja so schwierig zu verteidigen, Mann. Nein. Tor bewegt, Glück gehabt. Uff. Hast du. Ja. Jetzt komm schnell. Jetzt muss schnell gehen. Genau jetzt muss schnell gehen. Und jetzt muss es. Genau das ist die Schwachstelle von der Fünferkette. Ich habe die selber früher gespielt und ich weiß, was die Schwachstellen sind. Komm, let's go. Das war's. Wenn ich das richtig spiele, war's das. Komm, let's go. Oh mein Gott, let's go. Let's go. Mbappé, Neymar, Garincha. Okay, ist ein nice Team. Schauen wir mal. Schießen. Nein, wird Auto geblockt. Elfmeter. Jawohl, Neymar, du bist der Beste, Digga, Neymar. Du bist ein Schwalmkönig und dafür liebe ich dich. Let's go, R9. Let's fucking go. Marquinhos. Marquinhos, komm. Komm, hoch. Marquinhos! Bisschen lucky. Ich glaube, vom anderen Kopf abgeprallt. Aber Marquinhos! Oh. Rooney. Prime hat er wahrscheinlich eben gezogen. Coman. Komm, R9. Schön gemacht, R9. Komm, bitte, finish. Hernandez, erstes Tor. Schöne Vorlage von der neuen. Let's go, man. Come on. Oh mein Gott, hat er gut gemacht. Ah, hat er gut gemacht. Was macht der da, Junge? Junge. Das ist auch so ein locker, Junge. Die spielen alle so. Eieiei. Oh. Alter, er hat auch diesen Silberspieler. Wenn ich irgendwann wieder erfehlt habe, werde ich wieder öfters auf Twitch streamen. Bis dahin wird da halt nur ganz selten was kommen. Ah, er gönnt. Nein, er gönnt, Chat. Nein, er ist ein Gönner. Bitte geh rein. Alter, das ist ein Gönner, Digga. Holy shit. Okay. Er ist ein Gönner-Chat. Crazy, man. Ich schreibe mir noch ein Dankeschön. Okay, Chat, wir gehen rein. Kurzes Team-Review. Van der Sar mit Abstand in allen FIFA-Teilen. Der beste Torwart, Digga. Das heißt, es ist heute auch wieder bewiesen. Dann haben wir noch Leitsch. Und ich muss sagen, eine stabile Karte. Ich glaube, er gehört von den Silberkarten Top 2, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob der Beste war oder der Zweitbeste. Aber den kann man echt spielen. Er macht halt mit seinen 95 Pace halt vieles weg, muss ich sagen. Er gewinnt die Laufduelle. Er macht halt, ja, vieles weg. Das Einzige, was bei ihm ein bisschen schlecht ist, da steht zwar 91 Stärke, aber ich finde, er hat ein bisschen wenig Stärke eigentlich. Der wird, wo zum Beispiel Mbappé, das ist ja logisch, hat ihn halt komplett oft weggedrückt und er kam einfach durch. Hat sich irgendwie durchbacken können jedes Mal gegen den. Also,
so, sag ich mal, so Tackling und so ein bisschen dieses 1 gegen 1, ja, gibt es halt viele bessere Karten. Aber ich muss sagen, für eine Silberkarte kann man den theoretisch auch noch in Full Champions spielen. Ja? Sein Pace macht wirklich viel weg, muss ich ehrlich sagen. Das ist gestört. Also die Karte kannst du auch noch auf dem hohen No spielen. Sonst war der auch nicht schlecht. Kopfbälle hat er auch meistens gewonnen, hinten raus. Bei den Eckbällen hat er jetzt nicht so viel gemacht, aber war eigentlich wirklich solide in meinen Augen. Dann haben wir noch Henry und ich muss sagen, ist eine okay solide Karte. Ich sag mal so, wir haben den heute in der Weekend League gespielt, nicht gegen Silberkarten, gegen Silberkarten wird er komplett rasieren. Aber ich muss sagen, er war auch in Ordnung, ja. Aber auch hier ungefähr dasselbe Problem wie beim Leitsch, seine Stärke ein bisschen, ja. Er wurde oft manchmal weggedrückt, aber wie gesagt, sein Pace macht auch hier wieder viel weg. Ist halbwegs gut beweglich. Hat mir eigentlich auch gut gefallen. Also hätte ich ihn gespielt, ohne sein Rating zu wissen, hätte ich nicht gedacht, dass es eine Silberkarte ist, ne. Also war auch meiner Meinung nach spielbar, vielleicht, ich würde sagen, der drittbeste von den Silberkarten, also kann man auch noch spielen. Wird in den Silberturnieren wahrscheinlich komplett rasieren. Und dann haben wir noch Cyprien, den muss man als SBC machen. Hat zwar hier 4 Vorlagen, aber ich muss sagen, wir haben den heute auf der 8 gespielt und der war mit Abstand der schlechteste. Ich muss sagen, der hat mir gar nicht gefallen. Lying Stats, man würde denken, bei solchen Stats, boah, der wird sich auf halbwegs wie Roulette oder sowas spielen lassen. Und ich bin ehrlich mit euch, hat sich langsam angefühlt, hat sich richtig unbeweglich angefühlt. Passen war, glaube ich, okay. Schießen konnte ich fast gar nicht austesten. Und wie gesagt, das Tackling und Physical kann ich gar nicht mehr so viel sagen, weil der hat sich wirklich langsam angefühlt. Der konnte die Spieler nicht richtig einholen. Mir hat er gar nicht gefallen. Also er hat mir von den Silberkarten am schlechtesten gefallen. Hernandez, bin ich ehrlich mit euch. Ja, war okay für den Flügel, aber war jetzt nichts Besonderes. Würde ich persönlich jetzt nicht kaufen. Eher nicht so mein Ding gewesen. Werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr so oft spielen. Da haben wir noch einen guten Cherky, 5-5. Und ihr seht schon, 5 Tor, 4 Vorlagen auf der 10. Ist nicht so schlecht, ja. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich dachte, er wäre ein bisschen beweglicher so, ja. Vielleicht hätten die nochmal mit Engine spielen sollen. Also eins kann ich euch sagen, er fühlt sich nicht mega schnell an. Ja, er ist so okay bis bisschen schnell, würde ich sagen. Und der ist halt nicht so beweglich, Chat. Der ist ein bisschen tanky im Game. Der hat irgendwie so einen fetten Körper. Macht natürlich viel mit halt 5-5 weg. Aber die Skillmoves kommen auch nicht so clean. Aber seine Runs sind nicht schlecht. Sein Finishing war jetzt in Ordnung dafür, dass er 82 Schuss hat. Passen waren war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Hat mich überrascht sein Passen. Also ich hätte eher gedacht, dass er schneller ist und beweglicher ist. Stattdessen, ja, ist das eher nicht so gut aufgefallen, aber dafür ist sein Schuss und Passen gar nicht so schlecht aufgefallen. Also kann man auch spielen, Jungs. Aber man muss überlegen, wir spielen in der Weekend League und nicht in den Silberturnieren. In den Silberturnieren wird er wahrscheinlich auch alles komplett wegrasieren. Und dafür hat er wirklich solide gespielt. Kann man mal mitnehmen. Kannst du mal testen. Also ich fand ihn nicht schlecht. Und dann haben wir noch Ilanga und den, da würde ich sagen, er ist entweder ja, Top 2 oder Top 1. Ich muss mal gucken, halt, der Leitsch oder er hat mir am besten gefallen. Ilanga über die Außen, Digga, hätte man keinen Unterschied gemerkt. Bin ich ehrlich mit euch. Da hätte man auch sagen können, der Typ ist eine normale Special-Karte mit, keine Ahnung, 87 Rating oder so. Super schnell, wirklich. Man spürt seinen Pace, er ist rasant schnell. Ich habe nicht mal hier irgendwas im Boosten gegeben. Mit 95 Pace, er fühlt sich mega schnell an. Tripling muss ich leider sagen, ist es nicht so, wie hier steht. Da steht 98 Beweglichkeit. Leider ein bisschen seine Körpergröße behindert das ein bisschen. Ja, der fühlt sich mit dem linken Stick leider nicht so gut an. Aber ich muss sagen, sein Schuss wirklich super toll. Ja, super gut. Und seine Runs sind eigentlich ganz nice. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen über die Außen. Den kann man, wie gesagt, auch in der Weekend League spielen. Der ist wirklich absolut broken. In der Silberturnier wird er, glaube ich, alle auseinandernehmen, weil der ist so kaputt. Den kann man auch wieder, hätte ich keinen Unterschied gemerkt zu einer normalen Special-Karte. Und dann haben wir noch den Main Man. R9, ja. Ja, 9 Spiele oder 10 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen. Ja, war eine Maschine, Jungs. Ist aber genau das, was du jedes Jahr bekommst. Er ist halt geistgestört in Skillen. Er tankt sich durch mit einem fetten Körper. Wenn der Gegner den Ball gewinnt, oft drückt er den noch mit einem fetten Körper weg und holt sich den Ball wieder, was sehr geil ist. Ja, sein Schuss geistgestört, 5-5. Skillmoves macht er clean. Das Einzige, wie jedes Jahr, muss ich sagen, leider sein linker Stick-Tripling gefällt mir nicht so gut wie jedes Jahr. Ist halt ein bisschen. Also ich will nicht sagen unbeweglich, er bewegt sich schon gut, aber er ist halt kein Kräuf, kein Neymar halt, ne? Und ich persönlich würde sagen, fürs Preis-Leistung würde ich ihn nicht kaufen. Ich würde da eher, glaube ich, mir einen Prime Kräuf kaufen, der dann, keine Ahnung, wie viel, 3,8, 3,9, 4 Millionen kostet und würde mir dann vielleicht mit 1,5 Millionen noch ein anderes Icon holen. Also für meinen Spielstil, glaube ich, würde Prime Kräuf besser passen. Ja, aber trotzdem, ist eine absolute Maschine, ist am Ende des Tages eine Geschmackssache, aber ich finde halt, ja, vielleicht so ein Kräuf wird mir mehr gefallen als ein R9, für den Preis, aber auch wir, man kann nicht meckern, das ist meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, das ist Geschmackssache, ja, ob man damit klarkommt. Du kannst auch oft einfach nur 5-Sterne Skills machen und kommst trotzdem durch, ne? Der tankt sich halt immer durch, ja, du machst ein Elastico, der Gegner ist da, er tankt sich dann nochmal mit seinem fetten Körper durch und dann hat er noch 5-Sterne Weakfoot, kann er links und rechts schießen, also
Ist eine sehr, sehr geile Karte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Werden wir vielleicht nochmal einen Rivals testen, wenn wir den nicht irgendwie für ein bisschen mehr verkaufen können. Wir werden sehen. Vielleicht behalte ich ihn, vielleicht verkaufe ich ihn. Ich muss mal die Tage gucken. Und dann, ja, das war's, das Team. 16-3 mit so einem Team kann man, glaube ich, nicht meckern. Wir haben am Freitag ja auch mit einem schwaches, halbes Silberteam gespielt. Gut, Chat. Dann gehen wir noch rein. Die Player Picks und die Packs kommen quick. Let's go. Wir ziehen. Ja, Mujahin. Eigentlich brauche ich nur Futter, eigentlich brauche ich nur Kane oder sowas. Bisschen Futter, mehr nicht. Sancho. 88 Rating werde ich aber wahrscheinlich eh abgeben, weil der sieht jetzt nicht so geil aus, wenn man ehrlich ist. Und dann noch ein Harry Kane, dann bin ich zufrieden. Ach, schade. Okay, nehmen wir mit. Machen wir hier die drei auf. Die Infos bereich für die kommende Team of the Week. Vielleicht ist da Mbappé drin. Vielleicht haben wir da Glück. Ziehen aus den ersten. Ja, Ginter. Perfekt. Ja, komm, scheiß drauf, ich behalte 51k behalte ich. Warte, vielleicht doch. Wow. Was ist das denn hier? 16k oder was? Komm, nächstes 50er, komm. Ja, wieder kein Walkout leider. Vielleicht ziehen wir ja noch was. Oh, Jorginho. Gönn nochmal einen Man of the Match vielleicht. Irgendwie so ein Kanté. Irgendwie, Bruder. Oh mein Gott, ey. Ich habe einfach keinen Walkout gezogen, ne? Wahnsinn. Leider nicht so geil für 16 Siege, sind wir ehrlich. Geht besser, aber ich beschwere mich nicht, Chat. Geht schlimmer.